Also wir waren an sich schon selbstständig und unser Sohn hat halt total viel mit Lego gespielt und es wurde mir halt so teuer, weil er immer nur alles aufgebaut hat und dann war alles fertig und dann hat er nicht mehr gespielt und ja, dann haben wir uns überlegt, nein, gab's nicht, super, machen wir. Ja, wir sind damals, also klassisch Startup-mäßig in meinem Büro angefangen, zu Hause, mit Sets, die wir gar nicht hatten und die wir uns dann bei meinem Schwiegervater geliehen haben. Und mittlerweile haben wir 600 Quadratmeter, 25 Mitarbeiter, ja, und sind eigentlich aus dem Startup-Wesen an sich fast rausgewachsen. Wir haben total viele Chancen, weil wir haben eine relativ frische Szene, die gerade wächst. Das Medieninteresse wird immer größer an Startups. Sie werden noch nicht so wirklich viel gepusht, aber es wird halt immer mehr. Also dieser Wachstum auch in dem Interesse ist des Umfeldes ist sehr viel größer geworden. Wir haben natürlich eine günstige Lage. Wir sind relativ günstig, zum Beispiel bei den Mieten. Das Finanzamt ist manchmal noch ein bisschen überfordert mit uns, weil so Startups haben ja schon mal ungewöhnliche Ideen. Aber auch da, die Entwicklung ist positiv und es entwickelt sich halt alles so. Und das ist halt schön zu sehen. Also Ruhrgebiet ist halt einfach ein Frischling in der Startup-Szene. Aber das Ruhrgebiet hat halt den Vorteil, wir haben ja viele alte Unternehmen. Und ich bin in anderen Netzwerken auch tätig, wo man halt auch wirklich als Startup den Vorteil hat, dass man hier viele kleine oder mittelständige Familienbetriebe hat. Und da kann man halt auch viel Erfahrung zurückgreifen, was halt für Startups auch total wichtig ist. Also ich finde es total schade, dass es sehr wenige Frauen gibt. Ich weiß aber auch, dass es halt sehr schwierig ist, weil man muss halt nun mal dann doch viel unter einen Hut bekommen. Im Grundsatz, wenn man der Typ ist für Gründungen, immer machen.